Außen von Big Bo. Dieser Mann hat das Torwartbuch geschrieben. Buchstäblich. Mac? Mac? Und ich lese das Torwartbuch. Buchstäblich. Mac, wie oft muss ich dir noch sagen? Dieser Typ steht Cosmos drittem Super League-Titel im Weg und damit auch dem Geld. Moos, Knete, Zaster, Schotter. Also, Super Strikers plus Big Bo ergibt. Ich. Keinen Schotter. Aber die Super Strikers minus Big Bo ergibt. Viel Schotter. Polo. Big Bo. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest, give them my best shot. Every minute of the 90, now I'm gonna be a fighter. Cause 1, 2, 3, I'm a Super Striker. Striker. Oh. Mann, mit Big Bo im Tor müssen wir uns kaum um die Verteidigung kümmern. Du bist eine Maschine, Mann. Wie machst du das, Big Bo? Weil ich muss. Solltest du aber nicht müssen. Morgen werdet ihr alle lernen, wie es ist, in Big Bos Schuhen zu stecken. Vielleicht seht ihr ihn dann mit anderen Augen. Ein Torwart muss 4 Regeln befolgen. Erstens, Beobachtung. Achte auf jede feine Bewegung der Gegenseite, während sie sich darauf vorbereiten, zuzuschlagen. Okay, ich bin bereit. Zweitens, Instinkt. Traut eurem Instinkt. Wo wird der Gegner hinschießen? Drittens, Reflexe. Reagiert in Bruchteilen von Sekunden auf Bewegungen und Schüsse. Ich schaff das! Ich schaff es nicht. Viertens und letztens, Furchtlosigkeit. Keine Angst, nur absoluten Einsatz. Big Bo lässt das Torhüten einfach aussehen. Aber das ist es nicht. Absolut. Zeit, Big Bo aus der Super League zu kriegen. Hier ist der Plan. Wir springen auf ihn drauf und ringen ihn zu Boden. Okay, du hast recht, er ist zu stark. Plan B, wir verkleiden uns als Kellner und bringen ihn zum... Plan C, nichts tun. Na, wenn das nicht Ninja und Polo sind. Ich freue mich auf unser Spiel, Gentlemen. Big Bo, was für ein Zufall, dass wir uns hier so treffen. Bo kriegen! Wo bin ich?
Kenne ich euch? Natürlich, wir sind große Rivalen in der Super League. Natürlich, alter Freund. Wir bringen dich lieber nach Hause, ja? Nach Hause? Nach Hause. Oh. Weißt du, wo dein Zuhause ist? Ja. Littleton. Littleton? Aber das ist Stunden entfernt. Hey, du wirst schon wieder Kumpel. Hey. Bringen wir dich zum Bus nach Hause. Cosmos ist ein starkes Team mit präzisen Stürmern. Wir erwarten viel von Big Bo. Aber der Rest muss phänomenal spielen. Wo wir gerade bei unserem Großen sind, wo ist er überhaupt? Ja, wie häufig ist Big Bo zu spät zum Training gekommen? Noch nie. Wir müssen ihn finden. Wer sind Sie nochmal? Spencer, Privatdetektiv. Shakes bester Freund und häufig auch Privatdetektiv. Ja, nun gut. Big Bo ist mit seinen zwei Freunden nach Hause gegangen. Mit Freunden? Ganz sicher? Mit wem? Weiß nicht. Sie meinten, sie bringen ihn nach Hause. Banane, Gedächtnis, nach Hause. Ich glaube, ich weiß, wo ich ihn finde. Ha! Tut mir leid, aber Big Bo ist nicht daheim. Ist er nicht? Oh, ich dachte, ich hätte den Fall geknackt. Er ist gestern nicht wieder zurückgekehrt. Ich mache mir wirklich Sorgen. Albert, wir denken, dass Big Bo sein Gedächtnis verloren hat. Sie müssen uns helfen, ihn wiederzufinden. Augenzeugen? Ohrenzeugen. Haben gehört, dass Big Bo nach Hause wollte. Nach Hause? Er lebt seit Jahren hier. Ich weiß nicht, welchen Ort er sonst zu Hause nennen würde. Außer? Außer was? Es gibt hier einen Raum, in dem Sie nützliche Informationen finden könnten. Super! Sehen wir mal rein. Es ist nicht so einfach. Wenn es einen Hinweis darauf gibt, was Big Bo sein Zuhause nennt, dann findet man ihn dort. Ich habe das Gefühl, dass ein Aber kommt. Aber der Raum öffnet sich erst, wenn Sie jeden Schritt von Big Bos täglichem Trainingsprogramm vollenden. Wow. Moment, können wir nicht einfach den Hindernisparcours überspringen und gleich in den Erinnerungsraum gelangen? Das Spiel ist doch schon morgen. Big Bo nimmt keine Abkürzungen. Sie kommen mir äußerst bekannt vor. Kommen Sie aus der Gegend? Zumindest glaube ich das. Sie erinnern mich an... mein Gedächtnis ist nicht mehr, was es mal war. Da sagen Sie was. Wohin geht's, mein Sohn? Hier! Littleton! Endlich! Schauen Sie auf die Zielscheiben auf den Spielern, während Sie auf sie zulaufen. Auf geht's, Shakes! Nutzen Sie Ihren Instinkt, um die Bälle zu fangen, Shakes. Hey, Moment! Ich sehe ja gar nichts. Nachtsichtgerät. Bin bereit. Okay, ihr könnt anfangen. Wir versuchen es später noch einmal. Bei diesem Teil müssen Sie Ihre Reflexe nutzen, um die Bälle aufzuhalten, während sie aus verschiedenen Richtungen kommen. Hä?
Ein guter Torwart hat keine Angst. Oh, pass auf! Da! Pass auf! Deswegen bleibt Big Bo so gut. Das hier macht ihr jeden Tag, Shakes. Das hilft uns nicht. Wir müssen einfach sofort in diesen Raum. Es gibt keine Abkürzungen. Rasta, hast du Shakes gesehen? Zuletzt, als er zu Big Bo wollte. Was hat es damit auf sich? Jetzt fehlt uns ein Torwart und ein Stürmer. Als wäre es das Bermuda-Dreieck. Noah, es sieht so aus, als würdest du morgen in der Aufstellung stehen. Du musst es jetzt schaffen! Viel Glück, Kumpel! Der Raum wartet auf sie. Shakes, das bringt absolut nichts. Es sind nur noch wenige Stunden bis zum Spiel. Wir können jetzt nicht gehen, Spencer. Wir sind so weit gekommen. Hey, hier ist eins von Big Bo als Jugendlicher. Ja, ich glaube, das ist sein erstes Heimteam. Sein was? Sein Heimteam? Albert, ich glaube, ich weiß, wo wir ihn finden. Eine aufgeladene Atmosphäre vor dem Spiel hier im Strikerland. Big Bo fehlt und die Stimmung ist angespannt. Wir können nur hoffen, dass der Große bald auftaucht. Legen wir eine Schweigeminute ein und hoffen, dass Big Bo sicher zurückkehrt. Entschuldigung, ist dieser Platz... Ein bisschen mehr Respekt. Big Bo wird vermisst. Oh, Entschuldigung. Nun, da wären wir. Das hier nennt Big Bo seine Heimat. Ja! Oh, komm schon. Ich brauche doch nur eine Spur, einen Hinweis oder irgendein Zeichen. Und da ist es, ein rumorender Magen. Dritte Torwartregel, trau deinem Instinkt. Nun, die Super Strikers passen wirklich auf ihren Ersatztorwart auf. Oh, danke, Jungs. Kein Problem. Solide Leistung vom Ersatztorwart Murdoch. Oh, es ist so voll. Entschuldigung, ich muss... Entschuldigung? Wer hätte gedacht, dass mein grummelnder Magen so viel Instinkt hat? Big Bo! Big Bo! Entschuldigung, ich glaube, Sie verwechseln mich. Nein! Du bist Big Bo! Du hast dein Gedächtnis verloren! Du gehörst zu den Super Strikers! Deswegen liebe ich diese Stadt. Super Sinn für Humor. Ich beweise es dir. Schade, dass der große Mann heute nicht da ist. Er macht jedes Spiel so sehenswert. Er hält und hält und hält. Er bringt alle zum Stillstand. Big Bo? Es ist Big Bo. Ich bin sicher, dass Noah Burlock sich auf eine kleine Pause von Cosmos freut. Ein böser Angriff! Und Noah liegt am Boden! Gelb! Und Noah sieht rot!
Ich finde, Ninja sollte auch rot sehen! Schwachsinn, Jungs! Was machen wir jetzt? Uns sind die Torwarte ausgegangen, Mann! Coach, ich glaube, ich schaff das. Das letzte Mal, dass ich dich im Tor gesehen habe, hast du hinten im Netz gesessen und geweint. Das war, bevor ich das Torwarttraining in Big Bows Haus absolviert habe. Ja, sein Butler hat mich trainiert. Also, Big Boss Butler hat dir beigebracht, ein guter Torwart zu sein. Na, dann sollte es ja passen. Es stimmt, Big Bow hat einen Trainingskurs zu Hause und der ist brutal, Mann. So bleibt der große Mann also immer geschmeidig. 1, 2, 3, Super Strikers! Könnt ihr das glauben? Nach der Pause stellt sich Shakes ins Tor! Machen die Witze? Sie setzen den kleinen Shakes ins Tor? Es ist Zeit, Shakes zu zeigen, wie hart der Job eines Torwarts wirklich ist. Hä? Mann gegen Mann, Ninja gegen Shakes. Jetzt muss er eine Richtung wählen und hinhechten. Wie waren nochmal die drei Regeln? Vier Regeln. Nummer eins. Ich kann nicht mehr klar denken. Wo ist Big Bo? Ich hoffe, es geht ihm gut. Kosmos hat den Torwart Frischling geschlagen. Das ist wohl ein unheilvolles Zeichen für die Super Strikers. Geht's dir gut, Shakes? Das ist viel schwerer, als ich dachte. Kennst du sonst jemanden? Du hast es selbst gesagt, Mann. Du bist unser bester Mann. Entweder du gibst auf oder du stehst auf. Shakes! Sag ihm, ich bin es. Big Bo, mir geht es gut. Ich bin es. Big Bo, und mir geht's gut. Ja, du musst herkommen. Das wird nicht passieren, Mann. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe das ganze Torwarttraining vergessen. Ja, er hat das ganze Torwarttraining vergessen. Sag ihm einfach, Beobachtung. Oh, Beobachtung. Instinkt. Instinkt. Reflexe. Reflexe. Und, Furchtlosigkeit. Furchtlosigkeit. Weißt du, entspann dich, bleib locker, sei du selbst. Danke. Okay, bin froh, dass ich helfen konnte, Shakes. Er wird nicht rechtzeitig herkommen, um uns zu helfen? Er hat uns doch schon geholfen, Klaus. Beobachtung. Instinkte. Reflexe. Furchtlosigkeit. Sie haben das Training vollendet, Chase. Yes! Unglaublich gut gehalten! Yeah. So etwas habe ich noch nie gesehen! Das ist also eine Premiere für dich, Mac. Und noch eins! Jetzt liegt es nur noch an den Super Strikers, ihre Führung zu verteidigen! Unglaublich! Shakes hat das Spiel für die Super Strikers gerettet! Yeah! Wer hat's geschafft? Ich hab's geschafft! Ja! Schöne Hütte. Wer wohnt hier? Du? Falls dir das nicht bewusst ist, du bist talentiert, erfolgreich und reich. Willkommen zu Hause, Sir. Danke, Albert, Sir. Albert.
Sie haben Besuch, Sir. Amigo Capri! Big Bo! Schön, dich zu sehen, Mann. Willkommen zurück, Bo. Wow, ihr seid die Super Strikers. Oh, das sollte ich wissen. Hey, wo warst du? Big Bo! Hi. Shakes. Ich bin Shakes. Bekanntermaßen heilt ein weiterer Schlag auf den Kopf die Amnesie. Was? Das stimmt. Hm. Hey, Mann, du bist zurück. Shakes? Spencer? Das Cosmos-Spiel. Wir müssen hin. Zu spät, Mann. Wir haben schon gewonnen. Das habt ihr? Ja, dank Albert und dem ihren Trainingskurs. Und unserem Mann hier. Welchen Mann? Ah. Na mir! Shakes, 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 Shakes.